Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder nach Lumina, denn dort möchte ich dir zeigen, wie du die Belichtung deines Fotos ganz einfach anpassen kannst und das auf verschiedene Art und Weise. Viel Spaß! Ich bin wieder in Lumina 4 und zeige dir jetzt, wie wir die Belichtung eines Bildes, also die Helligkeitswerte, schnell und einfach anpassen können. Ich habe jetzt hier ein Foto aus New York, was ich vor ein paar Jahren mal aufgenommen habe. Das ist, denke ich mal, ein sehr, sehr bekannter Platz auf der Seite von Brooklyn Richtung Manhattan. Und ja, hier haben wir sehr viele Kontraste drin. Also das heißt, wir haben sehr viele dunkle Bildbereiche, wir haben sehr helle Bildbereiche mit dabei. Teilweise sind die auch ein bisschen überstrahlt, sieht man hier oben an dem Histogramm, dass wir gerade in den hellen Bildbereichen hier so diese Lichter in der Stadt, die sind sehr überstrahlt und schon ausgebrannt. Ist aber nicht weiter schlimm. Ich zeige dir trotzdem mal, wie wir das Bild noch sehr, sehr gut bearbeiten können. Und es gibt viele Tools in Lumina, womit wir die Helligkeitswerte bearbeiten können. Die erste Möglichkeit ist direkt hier in dem Helligkeitsfilter drin. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, die Belichtung einzustellen. Wir können Lichter und Schatten einstellen. Und hier in den erweiterten Einstellungen, falls du das hier noch nicht siehst, dann klick einfach mal auf diesen Button. Dann öffnet sich hier noch ein weiteres Fenster. Hier können wir auch Weißtöne und Schwarztöne einstellen. Das Ganze ist ja, wie gesagt, unterteilt in 5 Regler, die ich dir gerade hier vorgestellt habe. Den Kontrast lassen wir jetzt an der Stelle mal raus, also Belichtung, Lichter, Schatten, Weiß- und Schwarztöne. Und diese 5 Regler haben jeweils auch einen bestimmten Platz hier in dem Histogramm. Bedeutet, die Belichtung, die liegt hier genau in der Mitte. Dann haben wir Lichter, die liegen rechts daneben. Wir haben Schatten, die liegen links daneben. Und dann haben wir Weißtöne, die liegen ganz rechts. Und Schwarztöne, die liegen ganz links. Und somit können wir die verschiedenen Bereiche eines Histogramms einzeln bearbeiten. Am meisten findet eigentlich in der Belichtung statt. Wenn ich die jetzt nach oben oder nach unten regle, dann denkt man immer erstmal, okay, das gesamte Bild wird irgendwie heller oder dunkler gemacht. Ja? Du siehst es auch gut, wie das Histogramm hier hin und her wandert. Wenn ich die Belichtung jetzt hier also mal ein bisschen weiter nach unten stelle, dann siehst du, wie insgesamt hier das Histogramm ein Stück wandert. Aber grundsätzlich sind das nur die Mitteltöne. So, ich habe das ganze Bild jetzt also ein kleines bisschen dunkler gemacht und jetzt sieht man auch, dass das Histogramm hier jeweils wirklich sehr, sehr gut an allen Positionen relativ guten Ausschlag hat. Dann können wir als nächstes mal uns die Lichter anschauen. Das heißt also den halbrechten Bereich hier in dem Histogramm und die kann ich jetzt entweder heller machen oder aber auch dunkler. Und du siehst jetzt hier gerade, wenn ich es dunkler mache, dann schau mal gerade auf den Himmel. Da haben wir besonders viele Lichter drin. Und wenn ich die jetzt hier abdunkel, dann siehst du, wie der Himmel hier dunkler wird an der Stelle. Ja, und das werde ich jetzt hier einfach mal tun. So stelle ich das Ganze mal auf minus 60. Und dann gucken wir als nächstes die Schatten uns an. Die Schatten sind relativ dunkel und auch die möchte ich ein bisschen weiter Richtung Mitte orientieren. Du siehst jetzt hier, dass wir die Lichter schon sehr gut orientiert haben. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr ganz so viel Ausschlag auf der ganz rechten Seite. Und genauso möchte ich das jetzt mit den Schatten machen. Die möchte ich so ein bisschen von links weiter in die Mitte orientieren. Und wenn ich diese Schatten jetzt hier aufhelle, dann siehst du gerade da in dem Vordergrund, dass das Ganze ein bisschen heller wird. Also diese Holzpfähle, die werden jetzt hier ein Stück weit heller. Ich stelle das Ganze einfach mal auf plus 60. Und du siehst, dass wir auch jetzt hier in den Schatten mehr Details drin haben. Und das ganze Bild wirkt jetzt schon wesentlich ausgeglichener. Ich mache jetzt einfach mal einen Vorher-Nachher-Effekt. So sah das Bild vorher aus, als es aus der Kamera kam. So sieht es jetzt aus. Und du siehst, wir haben eigentlich schon überall jetzt im Bild Details drin. Und jetzt haben wir noch die Weiß- und die Schwarztöne. Auch die kann ich jetzt hier hin und her schieben. Und du siehst, dass jetzt gerade in den Weißtönen, wenn ich die jetzt weiter nach rechts schiebe, dann wandert auch wirklich nur der rechte Teil des Histogramms weiter nach rechts. Und genauso, wenn ich die Schwarztöne hin und her schiebe, dann wandert nur die linke Seite des Histogramms entweder weiter nach links oder weiter nach rechts. Und um jetzt ein bisschen mehr Kontrast wieder reinzubekommen, würde ich sagen, dass wir die Schwarztöne ein bisschen weiter abdunkeln. Wenn ich dabei die Optionstaste drücke oder die Alt-Taste, dann bekommst du hier auch so eine sogenannte Maskenansicht zu sehen. Bedeutet, alles ist jetzt im Moment weiß, das heißt, wir haben keine wirklichen 100% Schwarztöne. Und je weiter ich diese Schwarztöne jetzt nach links jetzt hier, desto mehr Pixel werden jetzt hier zum Vorschein kommen. Und diese Pixel zeigen an, dass an diesen Stellen der Schwarzton wirklich zu 100% schwarz ist, also wirklich so ein Tiefschwarz. Und das werde ich jetzt einfach mal so weit
hier rüberstellen, dass wir so ein ganz paar kleine Pixel hier sehen, nämlich genau an dieser Stelle hier. Du siehst, dass jetzt hier auch insgesamt alles wieder dunkler geworden ist. Ja, ganz so weit will ich es gar nicht schieben. Ich mache das Ganze jetzt nochmal ohne Alt-Taste und ziehe es mal so auf ungefähr minus 25. Das reicht mir vollkommen aus von dem Kontrast her. Und genau das Gleiche kann ich mit den Weißtönen machen. Und da siehst du schon, ich habe jetzt die Weißtöne jetzt hier mal auf 0 gestellt und trotzdem haben wir jetzt hier hinten in der Stadt schon einige Weißtöne, die ausgebrannt sind. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir hier bestimmte Stellen haben, die einfach komplett überstrahlt sind. Und deswegen lasse ich die Weißtöne hier auch bei 0. Ich könnte sie sogar noch ein Stück weiter abdunkeln, aber das reicht mir so vollkommen aus. So, und jetzt haben wir hier wirklich ein schönes Ergebnis schon mit diesen paar Reglern hier erstellt. Natürlich gibt es aber auch noch weitere Regler und Filter, die wir anwenden können. Wir haben auf der einen Seite natürlich den Accent AI Filter, der hier alles so ein bisschen übernimmt. Der übernimmt aber nicht nur die Helligkeitswerte, sondern auch die Farbwerte, die Kontraste und so weiter. Auch der passt das Ganze hier natürlich so ein bisschen an. Ja, das ist nur ein Regler. Damit habe ich also am wenigsten Kontrolle, bekomme aber am schnellsten ein gutes Ergebnis hin. Dann habe ich natürlich auch noch die Möglichkeit, in den Professional-Ordner reinzugehen. Hier habe ich zum Beispiel die Möglichkeit eines anpassbaren Verlaufs. Und hier kann ich als erstes mal die Ausrichtung einstellen. Ja, ich stelle hier also ein, wo mein Horizont liegt. Der liegt genau in der Mitte, das passt also sehr, sehr gut. Und dann kann ich sowohl für den oberen als auch für den unteren Bereich hier meine Einstellung treffen. Das heißt, im Moment ist oben angewählt und jetzt könnte ich auch hier wieder die Belichtung, die Schatten und die Lichter einstellen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hier im oberen Bildbereich alles noch ein bisschen abdunkeln von der Belichtung her und damit den Himmel noch ein bisschen abdunkeln. Und unten könnte ich das genau andersrum machen, da könnte ich noch ein bisschen mehr Belichtung reinbringen und das Ganze im unteren Bildbereich also noch ein bisschen heller gestalten. Ja, normalerweise ist es so, dass der Himmel eigentlich immer das hellste in so einem Bild ist und der Vordergrund dann dementsprechend ein bisschen dunkler. Und das kann man hier mit diesem anpassbaren Verlauf noch sehr gut weiter einstellen. Dann habe ich auch die Möglichkeit, ich gehe hier nochmal in das Wesentliche rein, unter Farbe, möchte man jetzt erstmal nicht glauben, aber wenn ich auch hier die erweiterten Einstellungen einstelle, dann kann ich hier mir zu den einzelnen Farbkanälen mir auch nochmal die Luminanz einstellen. Bedeutet, wenn ich jetzt zum Beispiel das Blau im Himmel noch ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler machen möchte, dann kann ich das hier über die Luminanz in den Blautönen machen. Und du siehst, dass ich jetzt hier nur die Blautöne, also gerade der Himmel und auch hier vorne das Wasser, wird jetzt hier entsprechend ein bisschen dunkler oder heller. Je nachdem, wie ich das gerne möchte. Und so habe ich auch nochmal eine sehr präzise Möglichkeit, einzelne Farbwerte in der Helligkeit zu bearbeiten. Das Orange zum Beispiel in der Stadt könnte ich jetzt hier noch ein bisschen dunkler machen oder auch ein bisschen heller. Und so habe ich viele verschiedene Möglichkeiten, wie ich die Belichtung in einem Foto einstellen kann. Und ich denke mal, da ist für jeden was dabei. Du hast viele verschiedene Tools und du kannst sowohl nach Farben unterscheiden, du kannst nach oben oder unten unterscheiden und du kannst auch im Histogramm deine 5 Bereiche unterscheiden. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Und falls du noch Fragen hast, dann poste sie einfach in die Kommentare. Ansonsten weise ich darauf hin, es gibt Lumina als Testversion. Falls du das noch nicht hast, dann kannst du das einfach mal ausprobieren. Der Link dazu findet sich unten in der Videobeschreibung wieder. Dort gibt es auch einen Rabattcode, falls du Lumina kaufen möchtest danach. Kannst du nochmal 10 Euro sparen. Ansonsten weise ich auch auf meinen Online-Store hin. Dort gibt es auch einen kompletten Videokurs zum Thema Lumina, genauso zum Thema Lightroom und Photoshop. Auch da kannst du gerne mal vorbeischauen und natürlich auch bei Instagram. Dort heiße ich StefanSchäfer90 und da würde ich mich auch sehr freuen, wenn du mir dort folgst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten und bis zum nächsten Mal. Ciao.